Servus Leute und herzlich willkommen hier beim neuen Video hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Wir haben die 6000 Abonnenten geknackt, Dankeschön schon mal an der Stelle. Und ich habe euch ja schon letzte Woche Mittwoch im Stream gesagt, pass auf, der Vater war jetzt gerade da, habt ihr Bock ein paar Fragen zu stellen. Und jetzt als Spezial haben wir uns überlegt, dass heute mein Vater mit am Start ist und wir ihn ein bisschen interviewen. Also hier ist mein Vater, der Frank Rögele, der Inhaber der Metzgerei. Servus Leute. Der Inhaber der Metzgerei Rögele. Ja, jetzt bin ich da, endlich. Ja? Ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben die Fragen hier schön rausgeschrieben und der Vater kann euch da einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Zum einen, wie ist die Geschichte der Metzgerei? Was hat sich so im Laufe der Jahre so verändert? Fleisch, Wurstsortiment, Tierrassen? Okay, naja gut. Die Metzgerei, die gibt es seit 1903 von meinem Urgroßvater. Ist die gegründet worden damals und dann hat es weitergemacht mein Opa und dann eben mein Vater mit meinem Onkel zusammen. Und naja gut, und jetzt bin ich da und irgendwann dann der Timo. Definitiv, der kriegt das hin. Und von der Rasse her, geschlachtet haben wir früher auf jeden Fall selber, definitiv. Bis 2009. Genau Leute, 70% von allen Abonnenten haben noch nicht abonniert. Also Leute, schaut euch die Videos gerne an, gebt ein Like und vergesst nicht zu abonnieren, damit wir schön vorankommen und natürlich auch unsere Reichweite ein wenig vermehren können, damit auch mehr Menschen von unserem Content hier was erleben können. Haben wir noch selber geschlachtet, da haben wir bei der kleinen Bauern draußen die Schweine geholt, die Rinder geholt, haben sie selber geschlachtet. Und ja, war schon. Und dann war dann 2009 die EU-Zulassung und dann haben wir Schlachten aufgehört. Und dann haben wir zeitlang noch die Schweine hinausgefahren und haben sie da draußen schlachten lassen. Und das hat mir dann auch nicht so gut gefallen, dass man von der Massentierhaltung einfach mal wegkommt, weil das war ja dann eigentlich immer noch Massentierhaltung. Und jetzt haben wir unser Fleisch alles einschließlich, das schwäbisch-hessische Landschwein. Von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ist eine artgerechte Tierhaltung, grob gesagt Haltungsstufe 4 und wird relativ klimaneutral erzeugt, das Ganze. Die leben auf Stroh, kurzer Weg zum Schlachthof. Auf jeden Fall ist es ein geiles Fleisch. Gut, damit haben wir jetzt schon fast, wir haben schon viele Fragen im Endeffekt damit aufgeholt mit der Antwort. Boah, mega. Denn der Matthias Bratz, genauso wie der Michael Vielmuhe, haben gefragt, hat dein Vater die Metzgerei von seinen Eltern übernommen oder selbst gegründet? Hat er ja gerade schon gesagt, 1903, sind jetzt in der vierten oder fünften Generation mit mir jetzt dadurch. Und ja, genau, also die Frage haben wir ja schon. Dann gibt es alte Rezepte von deinem Urgroßvater zum Beispiel zu einer Zeit, wo es wenig gab. Hugo, K6 Roh. Ja, muss ich ganz ehrlich passen, haben wir nicht wirklich so viele Rezepte. Ja, von meinem Vater, der hat eigentlich jetzt nicht so direkt Rezepte, ja, hat er schon gehabt, aber die hat er in seinem Kopf nur gehabt und die hat man dann irgendwie ein wenig so versuchen müssen zu entlocken. Und ja, ich habe mir das dann abgeschaut von ihm und habe das dann so ein bisschen dann auch übernommen und habe es dann teilweise ein bisschen modifiziert. Ich habe mir jetzt schon relativ viele Sachen ausgedacht von Rohschinken und solche Sachen, wie man es halt hinkriegt mit relativ wenig Zusatzstoffe das Ganze. Und ja, der Timo, der weiß es jetzt mittlerweile auch schon das meiste. Und naja, und den Rest habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Also ich komme dann irgendwann ran. Er kommt ran. Genau. Habt ihr früher selbst geschlachtet? Wenn ja, war das mehr Stress oder eventuell schöner, da man den ganzen Prozess in eigener Hand hatte? Matthias Staublitzer hat es gefragt. Ja gut, schöner, ja, jein. Also definitiv körperlich anstrengender. Damals war man auch noch nicht so ganz gut eingerichtet. Von den ganzen Sachen mit Rohrbahnen und solche Sachen, da hast du alles noch tragen müssen, die ganzen Schweine. Und alles in Handbetrieb hochheben, Manneskraft. Ja, war nicht so toll vom ergonomischen Arbeitsablauf, definitiv. Aber ansonsten, ja, war teilweise entspannter. Es war noch nicht so viel Bürokratie da. Man konnte wirklich sich mehr der Produktion widmen und dieses Ganze drumherum. Was der Staat uns alles so aufgezwungen hat mit der ganzen Bürokratie, das ist halt einfach noch viel nebenbei. Hat sich schon viel verändert auf jeden Fall in der Geschichte. Ja. Wie viele verschiedene Produkte stellt ihr her, fragt der Michael Vielmuhe. Boah, das ist jetzt schwer zu sagen, da wir ja auch nicht immer alles im Sortiment haben. Aber ich sag mal, wir haben ungefähr so 30 Sorten Brühwürstchen zusammen. Dann, naja, dann Kochwurst, Rohwurst, die ganzen Leberwurst-Geschichten. Ja, und dann eben die ganzen Rohschinken. Da haben wir ja allein schon 10 Stück, haben wir da schon. Also es sind auf jeden Fall einen ganzen Haufen, was da im Sortiment ist. Und, ja. Das sind so die Rezepte, die wir so herstellen, wo wir auch in den Wagen eingespeichert haben. So, ist immer nur die Vorderseite und ja, also ihr seht, wir haben prinzipiell immer eine große Auswahl, vieles nur mit Angeboten, vieles nur auf Anfrage
und vieles halt, ja, auch einfach mal, falls mal irgendein Partyservice ist oder irgendeine Anfrage, wie gesagt, separat kommt, also nicht immer alles. Viele Produkte werden ja auch bloß saisonal gemacht, wie zum Beispiel der Spargelschinken oder so, den machen wir dann auch tatsächlich nur zur Spargelzeit, wenn es halt dann den Spargel gibt. Oder dann zu Weihnachten die Preiselbeerleberwurst und solche Sachen, machen wir eigentlich nicht immer. Genau, dann haben wir noch die letzte Frage über die Metzgerei, wo gestellt worden ist. Die kam auch von Michael Vielmuhr, der hat recht relativ viel gefragt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 13 Mitarbeiter im Moment. Also ja, sind auch Teilzeitkräfte dabei und 450 bzw. 520 Euro Kräfte. Ja, sind weniger in der Produktion, sind wir zu dritt. Hier in Knutschert im Laden ist meine Mutter, also Timo, seine Oma, ist da noch aktiv. Und dann haben wir noch zwei Verkäuferinnen, so fürs Wochenende. Und in Uffenheim sind es dann der Rest. Genau. Dann haben wir so die Fragen, die jetzt einfach nur auf dich spezifisch gegangen sind. Und das ist zum Beispiel, wie bist du zu diesem Beruf gekommen, Metzger? Boah, ja, am Anfang wollte ich eigentlich immer Schreiner werden. Das war, ja, irgendwie komisch. Und dann irgendwann, ja, ich habe dann öfters mal unten in der Metzgerei dann unten so mitgeholfen ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist doch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ich lerne Metzger. Die Perspektive war ja da, dass ich irgendwann dann mal den Betrieb übernehme, weil ich habe ja noch zwei ältere Schwestern, die nicht wirklich mit der Metzgerei irgendwie was großartig am Hut haben. Und ja, und dann war ich ja der Einzige, wo übrig war. Und wenn es weitergehen soll, dann war halt ich gefragt. Ja, und dann habe ich Metzger gelernt. Und wenn du heute die Wahl hättest, würdest du wieder Metzger werden, fragt Brini? Ja, auf jeden Fall, weil es ein geiler Beruf ist, total kreativ. Und also mir macht er heute immer noch Spaß wie am ersten Tag. Brini fragt genauso, was ist deine Lieblingswurst? Boah, das sind alle. Ja, mein Problem ist, man sieht es ja an meinem Bauch. Definitiv. Das ist gut versteckt in der Kamera. Naja, gut. Ja, das Sixpack im Speckmantel. Und ja, ich esse eigentlich so ziemlich alles gerne. Aber gerne mache ich eigentlich so Würstle oder so, wenn sie so frisch vom Rauch rauskommen, so Wiener Knacker bzw. Käsekreiner, so diese ganzen Geschichten, das mache ich eigentlich total gern. Also bezieht sich eher auf die Brühwürstchen. Jo. Okay. Was wäre denn dein Lieblingsfleischgericht, vielleicht auch wieder Brini? Boah, na ja, gut. Schwer zu sagen, weil ich eigentlich alles mache. Das ist ja mein Problem. Also ich mache unheimlich gern Schweineschnitzel oder sowas in der Art. Oder auch so ein Rumpsteak oder so. Das ist auch nicht zu verachten. Oder Filetsteak. Und am besten dann noch so ein Dry-Edge-Ding. Das ist natürlich richtig lecker. Dann gehen wir jetzt einmal zum Thema Beruf. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie die heißen, wie die Kommentare geschrieben haben, weil da nur das Ad von denen ist. Aber vielleicht kann man das, oder die Leute wissen es auf jeden Fall, wer es gefragt hat. Die heutige Lehrzeitausbildung und Anforderung versus Franks Lehrzeitausbildung und Anforderung. Vom Grundprinzip hat sich da eigentlich nicht allzu viel geändert. Also ich habe damals das Schlachten in der Lehrzeit selber ja auch nicht gelernt. Ich meine, das ist heute auch noch ein spezieller Punkt, aber das kann man eigentlich fast nicht mehr ausbilden, weil in den meisten Metzgereien eigentlich gar nicht mehr geschlachtet wird. Da ist es schwierig dann, das zu lernen. Ich habe es auch erst im Nachhinein gelernt und ansonsten, im Großen und Ganzen hat sich nicht die Welt geändert. Von der Gesellenprüfung her ist es ein bisschen leichter, finde ich, mittlerweile. Die müssen nicht mehr ganz so viel machen. Wir mussten damals noch, naja, das halbe Schwein dann eben zerlegt. Das müssen sie auch noch mal in der Zwischenprüfung. Und dann an der Gesellenprüfung mussten wir ein komplettes Hinterviertel machen. Die müssen mittlerweile bloß noch eine Pistole machen. Und ja, also es ist schon ein bisschen abgespeckt, wann das Ganze. Wir mussten dann auch noch so Pasteten und solche Sachen herstellen. Das haben sie jetzt alleweil auch nicht mehr so extrem. Pastete habe ich auch gemacht. Ja doch, das hast du auch noch gehabt. Ja, die Bierschinkenpastete. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in der heutigen Zeit definitiv die Lehrlinge viel, viel schneller durchgeschoben werden, einfach aufgrund von dem ganzen Fachkräftemangel, den wir eben haben. Mhm. Im kompletten Handwerk, also das ist ja fast in jeder Geschichte so, in jedem Handwerk, dass es jetzt mittlerweile die Anforderungen schon ein bisschen gesunken sind, zwar dasselbe, aber die Bepunktung im Endeffekt ein wenig leichtäugiger gesehen wird. Dann kommen wir zur nächsten Frage. War es früher einfacher, Metzger zu sein in Betracht auf Hygiene, neue Rezepte und Vorschriften? Oder war es schwerer bezüglich darauf, weil Maschinen gefehlt haben oder die Arbeitsabläufe nicht ergonomisch waren? Fragt S-Knopf. Also körperlich war es definitiv damals anstrengender wie heutzutage. Das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass eben die ganzen Hilfsmittel eben wie Rohrbahn und solche Sachen haben halt viele Metzgereien noch nicht gehabt. Gut, da wo ich gelernt habe, tatsächlich haben wir sogar schon eine Rohrbahn gehabt. Nur das Problem war, die Straße war so eng, dass der LKW mit den Schweinen da nicht hingepasst hat. Da musste man sich dann doch ein Stück drauf. Ja, aber ansonsten, ja, wenn man damals schon technisch auf dem neuesten Stand gewesen wäre,
Gegeben hat es das dann teilweise schon, nur die Metzger haben es halt damals noch nicht gemacht. Da haben es halt viele noch körperlich dann halt machen müssen. Wo ich aber jetzt viel Wert drauf gelegt habe, wo wir 2010, also 19, wo wir da eben umgebaut haben, dass man es eben ein bisschen ergonomischer gestaltet, dass eben auch alles ebenerdig ist, dass man alles schieben kann mit rote Rollis und so weiter und so fort. Dann jetzt zum Thema von mir. Findet Frank gut, dass du die Metzgerei übernehmen wirst, oder hätte er sich etwas anderes gewünscht im Hinblick auf wenig Nachwuchs? Fragt Chris. Ja gut, das Einzige, was der Timo vielleicht mal hat, aber ich denke mal, das wird man auch irgendwie hinkriegen, das Personalproblem, ja, was in naher Zukunft, denke ich, nicht unbedingt besser wird bei uns im Handwerk. Vielleicht kriegt man auch wieder das, vielleicht ändert sich das Ganze dann auch wieder, das sollte man auf sich zukommen lassen. Aber ich bin auf jeden Fall mega stolz, dass der Timo Metzger gelernt hat, obwohl er eigentlich ursprünglich mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, beim Feinwerkmechaniker zum Metzger, wo er dann gesagt hat, er will Metzger lernen, er will den Feinwerkmechaniker nicht machen. Habe ich erst mal gesagt, überlege mal, weil das ist schon ein bisschen was ganz was anderes auf jeden Fall. Und da habe ich ihn dann auch noch mal Nacht drüber schlafen lassen und ich habe auch noch mal Nacht drüber geschlafen. Es war für mich ein bisschen überraschend, aber ich bin mega stolz auf den Timo. Also, man, im Endeffekt, er hat jetzt schon seine Meisterprüfung gemacht, hat die Lehrzeit gut rumgebracht, hat alles top gelöst, war Bayerns Bester damals in der Meisterprüfung. Was willst du denn mehr? Hat schon gepasst. Genau. Und hat dein Vater versucht, dich als Kind schon für den Beruf Metzger zu begeistern? Fragt der Rüdiger Wedi. Kann man um Timo fragen, die ganze Frage, ob ich das versucht habe, aber definitiv nicht eigentlich. Also, dass ich mich jetzt darauf hin gedrängt habe oder sonst irgendwie was, war definitiv nicht der Fall. Ja, freilich, er hat ab und zu mal mitgeholfen, zwangsläufig, Familienbetrieb. Ja, wo er dann so 16 war oder 15 war, hat er schon ab und zu mal mithelfen dürfen oder gesollt. Aber dass ich ihn jetzt gezwängt habe, dass er Metzger lernt, ich habe immer gesagt, er soll den Beruf lernen, was ihm Spaß macht. Und ja, und er hat sich für Metzger entschieden. Also, es war seine freie Entscheidung. Definitiv. Das war auf jeden Fall meine freie Entscheidung. Na gut, Leute. Das waren jetzt die ganzen Fragen, die ihr sehr jetzt so schön unten da unseren Beitrag formuliert habt. Wenn ihr gerne von sowas noch mehr sehen möchtet, können wir das ja nochmal in einem anderen Special machen oder vielleicht auch mal in einem anderen Format, wo man vielleicht den ganzen Weg, wie der Papa seine Ausbildung gemacht hat, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, wie man den mal durchgeht. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Vergesst natürlich auch nicht zu liken, dass wir sehen, dass das Ganze euch gefällt, das Format. Und jawohl. Dann natürlich, wie gesagt, nicht Like und Abo vergessen. Und dann fehlt nur noch eins. Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben. Haut rein.